time for the next Let's Play. Und somit begrüße ich euch, Freunde, zu einer neuen Let's Play-Karriere. Diesmal endlich, kann man ja sagen, mit dem Fußballmanager 21 von EA. Natürlich gibt es den leider nicht mehr zu kaufen, deswegen spielen wir das Update vom FM-Zocker. Danke an dieser Stelle an die ganze Truppe, die das hier Jahr für Jahr neu aufrecht bzw. aufrecht hält. Seitdem der letzte Fußballmanager 2014 von EA erschienen ist. Vielen Dank dafür an dieser Stelle. So, dann wollen wir jetzt auch mal beginnen. Ich habe bereits schon eine Karriere gestartet und zwar mit meinem Heimatverein Hannover 96. So, dann gehen wir jetzt hier mal rein. Ich habe die Vorbereitung sozusagen, haben wir schon hinter uns gebracht. Und den ein oder anderen Spieler haben wir noch dazu gekauft bzw. dazu geholt. Ich werde euch gleich zeigen und sagen, wen ich dazu geholt habe. So, hier vom Design ist eigentlich soweit alles gleich geblieben. Und zwar haben wir den Ibrahim Afellay. Der ist zwar schon 34, aber den haben wir ablösefrei verpflichtet. Hat auch, also wir haben schon ein Spiel gemacht. Den ersten Spieltag haben wir gespielt gegen Greuther Fürth. Haben wir 1-1 gespielt, da hat Afellay auch das Tor gemacht. Und des Weiteren habe ich den Finn Becker im zentralen Mittelfeld gekauft von St. Pauli für 2 Millionen Ablöse. Wurde mir gesagt, dass der sehr, sehr gut werden wird. Ich bin gespannt. Und dann haben wir noch den Orjan Nyland. Den habe ich auch, glaube ich, ablösefrei. Ja, auch ablösefrei verpflichtet. Beziehungsweise der war vereinslos, glaube ich sogar. Ja, ich glaube, der war vereinslos. Genau, den haben wir noch geholt und Holger Bartstuber habe ich in der Innenverteidigung gekauft für 700.000. Hab mich selbst auch gewundert, dass der zu uns gekommen ist. Aber soll auf jeden Fall die Abwehr ein bisschen unterstützen hier natürlich mit seiner Erfahrung. Und ja, des Weiteren haben wir hier noch den Hermann, haben wir den ausgeliehen? Ich glaube ja. Den habe ich ausgeliehen. Da konnte ich aber, glaube ich, die Talentsterne nicht sehen. Aber das war mir in dem Moment eigentlich egal. Es war ist ein Talent von Bayern München. Habe ich mir so gedacht. So. Und ich glaube, das war's auch. Ja. Dann, der wird wieder fit sein bestimmt, dann können wir den doch drin lassen. Dann gehen wir mal weiter hier. Das erste Mal, dass ich mit 96 hier überhaupt in einem Managerspiel eine Karriere anfange. Hab noch nie mit meinem Heimatverein gespielt, außer mal mit Arminia Bielefeld, Arminia Hannover meine ich. Nicht Arminia Bielefeld. Arminia Hannover. Das war auch sehr interessant, muss ich sagen. Und ja, dann schauen wir mal. Natürlich, Ziel ist natürlich aufzusteigen. Ich bin gespannt. Wie gesagt, erster Spieltag gegen Greuther Fürth haben wir unentschieden gespielt. Und die DFB-Pokal Runde 1 Auslosung war auch schon. Und da müssen wir, glaube ich, gegen Waldhof. Genau, gegen Waldhof. So. Hier haben wir, glaube ich, noch einen von Bayern München. Genau, der war in der Jugend. Habe ich auch geholt. Und der, glaube ich, auch. Innenverteidiger auch aus der Bayern-Jugend. Die standen bei den besten Jugendspielern. Cool, dass sie gekommen sind. So, jetzt haben wir ein bisschen Überschuss hier an Spielern, aber das ist gar nicht so wild.
Ich werde einfach alles so ein bisschen durchtauschen, dass jeder mal rankommt und dann denke ich, werden wir hier eine gute Mischung finden. So, wir starten natürlich mit Nyland im Tor. Den Esser habe ich erstmal auf die Bank gesetzt. Und auf der linken Abwehrseite starten wir mit Niklas Hult. Innenverteidigung Bastuber und Hübers. Rechts Moroja. Zentrales Mittelfeld mit Becker und Franz. Im offensiven Mittelfeld agiert Haraguchi. Auf dem Linksaußen Position Affelei, Rechtsaußen Linden Meiner und vorne Duxch. Und ja, so wird erstmal die Startformation sein. Und dann müssen wir gleich am zweiten Spieltag gegen den HSV ran. Jawohl. So soll es sein. Würde auch gerne das so machen, dass wir eine 3D-Karriere machen. Also hier, wir starten hier eine 3D-Karriere. Ich muss nämlich sagen, ich habe im Spiel gegen Greuther Fürth, das habe ich auch im 3D-Modus gespielt und muss sagen, dass der mir sehr, sehr gut gefällt. Also da hätte ich schon Bock, die Spiele über 3D-Modus zu spielen. Ich hoffe, das ist für euch in Ordnung. So. Dann gucken wir hier noch mal eben rein wegen dem Sound. Das machen wir mal aus. Kommentare machen wir auch aus. So. Dann wollen wir mal das Spiel starten. Oder wir machen das so, wir spielen einfach nur die großen Spiele im 3D-Modus. Dann dauert das nicht ewig. Ne, so wie ich es bei meinen anderen Karrieren auch immer gemacht habe. Und die anderen Spiele spielen wir dann einfach im Videotext oder Sofortberechnung. Ja, ich denke mal eher in der Sofortberechnung. Alles andere mache ich eigentlich immer im Videotext, aber würde gerne auch mal eine Sofortberechnung nehmen. Aber jetzt gegen Hamburg spielen wir natürlich im 3D-Spiel. Ältester Spieler auf dem Platz ist Affelei mit 34. Aber ich habe mir gedacht, für die zweite Bundesliga in Deutschland sollte es doch noch reichen. So. Dauert ein bisschen länger hier. Jetzt gehen wir rein. Ulreich im Tor. So, dann schauen wir uns das Ganze doch mal an hier. Zweiter Spieltag. Hannover gegen Hamburg. Erste gelbe Karte gegen Manuel Winzheimer nach einem Foul an Bastuber war es. Dafür kriegen wir einen Freistoß. Und jetzt über Affelei, der aber vom Ball getrennt wird. Da gibt es die nächste gelbe Karte. Haraguchi. Ja. War jetzt nicht gelbwürdig eigentlich, oder? Na gut. Jetzt die erste Chance durch, wie hieß er, Winzheimer.
So, jetzt Hand mit dem Schuss, aber Nyland ist da. Hand. Windsheimer. Bartstuber. Duxch. Und ja, Afellay kann sich da leider nicht durchsetzen. Jetzt wieder am Ball, dribbelt den aus da auf der linken Seite und flankt, aber da ist doch das. Das war nichts. Schade. Duxch. Wieder Afellay. Wieder setzt sich im Dribbling da durch. Aber kommt leider nicht zum Abschluss, weil er da noch gestört wird. So, Bartstuber. Wieder Afellay über links. Läuft jetzt gleich ins Aus. Ja. Duxch hat sich den Ball da schön zurückerobert und. Aber Ulreich ist auf dem Posten, ne? Becker. Duxch, schöner Pass auf. Mayner, der mit der Flanke und. Da kriegt Hannover einen Eckstoß. Keine Gefahr. Ja, Hannover mit mehr Ballbesitz in den ersten 30 Minuten. Von Hamburg, ehrlich gesagt, bisher noch nicht so viel zu sehen, außer der eine Torschuss jetzt vielleicht, aber Nyland ist auf seinem Posten. Mayner. Duxch. Schussversuch. Jetzt wieder Hamburg mit Windsheimer. Das war aber knapp, du. Erfolgreiche Pässe, beide 73%. Mayner. Oder Mayner. Flankt, aber Ulreich kann den noch wegfausten. Hübers verliert da den Ball. Oha, oha. Bartstuber kommt da nicht mehr ran. Aber der Ball geht am Tor vorbei, zum Glück. 43 Minuten gespielt, steht noch 0:0. Franz Afellay kann sich diesmal nicht durchsetzen, da auf links. Jetzt Hamburg mit Kittel. Der flankt, aber Nyland pflückt den Ball runter. So, Franz wieder am Ball. Wieder zu Afellay, aber jetzt ist erstmal Halbzeit. 0:0, Haraguchi mit der gelben Karte. Hoffen wir natürlich, dass er da von der Roten verschont bleibt. Auswechslung macht mein Co-Trainer. Vorerst. Ja. Keine Wechsel bisher. Und gehen wir in die zweite Hälfte. Jatta. Windsheimer. Mit dem Schuss. Aber keine Gefahr. So, Franz jetzt auf der linken Seite. Flankt in den Strafraum, wo Duxch sich schon bereit gemacht hat. Der kommt aber leider nicht an den Ball. So. Hübers trennt ihn von Ball. Becker, Mayner wieder auf der rechten Seite, setzt sich da gut durch und Duxch mit dem Schussversuch. Au, oh, das war knapp. Das war knapp. Oh, und da fällt das 1:0. Durch Windsheimer aus dem Nichts. Was für ein Schuss, ey. Keine Chance. So, jetzt können wir mal gucken, wen wir hier mal auswechseln. Überlege, Afellay mal da vielleicht zu bringen. Mayner nach links und Schindler nach rechts. 67 Spielmacher. Vorne den Duxch mal rausnehmen. So,
Ach so, jetzt habe ich das ja den Co-Trainer überlassen, aber machen wir so. Affelei, Affelei. Ach, das ist zu unpräzise. Jetzt wieder Duxch wird vom Ball getrennt. So, Mainer nochmal am Ball. Duxch mit dem Kopfball, aber leider ins Aus. Abstoß. Hamburg. So, jetzt Mainer auf der linken Seite. Wird da vom Ball getrennt und Jan Gyamira kriegt die gelbe Karte dafür in der 64. Minute. Freistoß Hannover. Weinand schießt und da wäre fast das 1-1 gefallen. Schade. Jetzt wieder auf der anderen Seite Kittel, HSV mit dem Konter. Aber der Ball wird da in der letzten Sekunde noch entschärft. Wieder eine gelbe Karte. Diesmal für Jeremy Duziak. 70. Minute. Freistoß Hannover. Becker. Und da ist das 1-1. Durch Hendrik Weidand. Schießt einfach mal aufs Tor. Zieht einfach mal ab. Und da ist das Ding drin. Und es steht 1-1. Alles wieder offen hier. Nach 73 Minuten. Schön ins rechte bzw. ins linke Eck geschossen. Klasse. So, jetzt nochmal Hannover. Mainer. Mit der schönen Flanke auf Weinand. Wird aber gestört. Kittel auf der anderen Seite. Und gelbe Karte für Ibrahim Affelei. Jetzt wieder Hamburg. Torwart ist auf dem Posten. Eckstoß. Nyland hält den Ball fest. Ja, jetzt drücken die Hamburger auf das zweite Tor. Aber Abschluss erstmal Hannover. Hübers. Becker. Weidand. Setzt sich da durch, schießt, aber Ulreich. Keine Probleme. Affelei. Weidand. Schön gepasst auf Mainer. Der geht in den Strafraum, wird gefoult. Und war das schon im Strafraum oder außerhalb des Strafraums? Kriegen wir einen Elfmeter? Wir kriegen einen Elfmeter. Da wird geschossen von Schindler und er macht ihn rein und wir führen. Wir führen in der 89. Minute mit 2-1 gegen Hamburg. Schön getreten. Der Ulreich war noch in der richtigen Ecke, konnte den Ball aber nicht mehr festhalten. Somit steht es 1-2 für Hannover 96. Und damit ist das Spiel auch zu Ende. Das heißt, wir haben das zweite Spiel gewonnen. Sehr nice. Gucken wir uns die mal die Stimmen hier an zum Spieltag. Niederlagen tun immer weh, sie tun ein bisschen weniger weh, wenn auf der anderen Seite ein Trainer steht, den man schätzt. Im Fußball ist es wie im Eiskunstlauf. Wer die meisten Tore schießt, der gewinnt. Das stimmt. Aber der Elfmeter, das war auch ein bisschen Glück. So, aktuell Platz 6 vom 10. hochgerutscht auf den 6. Platz mit 4 Punkten. Ein Unentschieden, ein Sieg. Ja.